Kurz vor Denver machten wir noch einen kleinen Abstecher in die Geisterstadt San Elmo, welche auf ungefähr 3000 Meter Höhe liegt. So, wir sind jetzt hier in Colorado, irgendwo im tiefsten Wald, auf dem Weg zu dieser Geisterstadt San Elmo. Und sind jetzt hier vorhin schon Offroad gegangen und jetzt ist es echt hier so, dass sich der Geländewagen wirklich bezahlt macht. Weil, okay, jetzt geht's mal, aber jetzt schon ganz schön holprig, vielleicht hört man's. Und wir haben hier auch immer wieder mal echt tiefe Schlaglöcher, wo man langsam durchfahren muss. Boah. Ja. Ein traumhafter Ausblick, den wir hier haben. So, laut Karte müssen wir noch ein Stück weiter hoch und jetzt ist hier irgendwie die Straße blockiert. Da liegen, der Tristan kann es mal zeigen, da liegt irgendwas mitten auf der Fahrbahn. Ja, und deswegen werden wir jetzt hier parken und müssen dann zu Fuß weiter. Uhr. Okay. Ah, mit Schwung. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus hier. Kannst du voll durchgucken. Bleib am besten auf den festen Balken, Tristan. Was hier? Wow. Was ein Kampf. Guck mal da. Das fällt ja halb auf die Straße. Guck dir das mal an. Das ist doch auch so ein Seilbahnturm oder irgend sowas gewesen, ne? Alter. Guck, das ist hier richtig runtergeklappt, ne? Also hier steht noch die Fassade. Und hier, und da unten ist auch noch was. Alles zusammengestürzt hier.